lieber Dennis. Wir dachten uns, beziehungsweise mir ist heute Morgen so ein Impuls gekommen, mir ist ein Lied in den Kopf geschossen, so über die letzten Tage, wie wir mit euch im Gespräch waren, was ihr alles erzählt habt. Und ich fand, das hat vom Text her einfach wahnsinnig gut gepasst. Also das ist jetzt hier eine totale Spontanaktion. Ich hoffe, es gefällt euch. Das Lied heißt New Home. Und ich möchte einfach mal die erste Zeile vorsprechen. Und zwar, I will come to a point in my life when I decide not to hide anymore. I will pack my bags and leave my friends, my home, leave everything and go away. Dennis, du hast erzählt von deiner großen Entscheidung und Entscheidungen, die wir irgendwann alle im Leben haben. Und ja, ich hoffe einfach, es gefällt euch. Genau. New Home. Für euch und für euch alle. I will come to a point in my life when I decide not to hide anymore. I will pack my bag and leave my friends, my home, leave everything and go away. I will be strong, I will be proud and not afraid of anything that will come along. And I promise you I make my way through the day and through the night. To find myself a new home. And if anybody wants to know where I am, tell them I'm gone to find myself a new home. And sleep outside, 'cause I won't need anything. There will be no space, there'll be no time, but I will try to be myself, yeah. And I will live in harmony with everything that surrounds me. I will have good days, I will have bad days, but I will feel alive. With a smile on my face, I leave this dirty place to find myself a new home. And if anybody wants to know where I am, tell him I'm gone to find myself a new home, yeah, yeah, a new home, a new home, yeah, yeah, a new home. I will miss my friends and miss my home, 'cause I will be alone. I will ask myself for many times if that is worth to be free. But then I will remind myself of what I'm looking for. With a smile on my face, I leave this dirty place to find myself a new home. And if anybody wants to know where I am, tell him I'm gone to find myself a new home, yeah, yeah, a new home, a new home. Yeah, yeah.
mir jetzt ganz wichtig ist, noch zu sagen. Das Lied heißt Your New Home und aus euren Erzählungen hattet ihr ja vielleicht auch mal den Gedanken, vielleicht brechen wir ein neues Zuhause auf. Aber was mich eigentlich mit am meisten berührt und bewegt hat, war, dass ihr gesagt habt, letztendlich nach all dem, was wir gesehen haben, ist trotzdem unser Zuhause hier, weil es uns erdet und hier sind auch unsere Wurzeln. Genau, von daher, ein neues Zuhause ist vielleicht auch manchmal das alte Zuhause. Danke euch bis dahin schon mal. Vielen Dank. Wir freuen uns auch sehr, hier zu sein und durften jetzt schon in den ersten Tagen die Viamundi-Energie spüren und die ist absolut wundervoll, herzlich. Und wir sind richtig dankbar, hier sein zu dürfen und genießen die Zeit mit euch allen hier sehr. Danke. Und das Lied von euch hat es so treffend rübergebracht. Und ich hatte ein paar Tränen sind gekullert. Bei mir waren ein paar mehr dabei. Ich sehe immer noch die glasigen Augen. Weil es berührt schon sehr, wenn wir bedenken, wir sind vor 27 Jahren zusammen losgezogen. Geplant waren ursprünglich 3 Jahre, dann wurden es 5, dann 10 und dann Open End. Aber klar, was wartet so auf Mensch, wenn man in die Welt zieht? Und eine Vorstellung hatte ich damals noch gar nicht. Und Dennis war zu dem Zeitpunkt schon etwas weiter gereist und hat sich sicherlich schon mehr Vorstellungen machen können. Ein Prinzip unserer Reise ist, auf dem Land und Seeweg unterwegs zu sein, oder mit landesüblichen Verkehrsmitteln. Also wir wollten nicht fliegen. So sind wir tatsächlich in Nürnberg mit dem Zug gestartet. Darüber gibt es auch ein Buch über die einzelnen Stationen, was ihr später auch nochmal gucken könnt. Und wir stehen auch nochmal gerne zu Fragen zur Verfügung, dass euch jetzt, dass wir später nicht vergessen. Und diese Etappe, die wir euch heute Abend zeigen, der Mongolei, das ist ein Teil der großen Reise. Und in die Mongolei sind wir komplett von Deutschland aus nochmal aufgebrochen und mit dem Fahrrad gefahren. Und die Strecke von Deutschland bis in die Mongolei waren wie viele Kilometer mit dem Fahrrad? Ich bin mit Zahlen nicht so gut. Ja, waren so circa 15.000. Die wir da unterwegs waren. Und ein Traum von Dennis und meistens waren seine Träume auch meine Träume. Gott sei Dank. Bei den letzten Rentiernomaden zu überwintern. Und dahin wollten wir nicht irgendwie kommen mit dem Bus oder so, weil das geht da in der Region auch gar nicht, sondern wir wollten landesüblich hin. Und um den Weg wirklich zu erspüren, sind wir 1500 Kilometer mit den Pferden dorthin geritten, nachdem wir eben mit den Fahrrädern nach Ulaanbaatar gekommen sind. Aber jetzt wollen wir euch zu unseren Erzählungen auch Bilder zeigen. Also auch diese Ausschnitte jetzt aus der Mongolei, oder sagen wir so, diese Mongolei-Reise haben wir jetzt auch eingekürzt, um jetzt auch diesen heutigen Abend nicht zu über zu strapazieren. Ich denke, wir sind ja auch alle voller Informationen, zumindest geht es mir so. Aber also, es wird euch bestimmt nicht kurz vorkommen. Nee, das haben wir natürlich, es ist normalerweise doppelt so lang, aber wir haben die Hauptessenz da rausgenommen, weil wir dachten, das ist der passende Teil für Viamundi. Jetzt ziehen wir uns warm an, weil es wird kalt. Scheint kalt. Thank you.
Nun, eigentlich dachten wir, dass diese Reiseroute von Deutschland aus bis in die Mongolei, dass wir das mehr oder weniger in einem Jahr schaffen. Und daraus wurden dann 5 Jahre auf Etappen. Also wir sind nicht 5 Jahre lang unterwegs gewesen, sondern wir waren losgeradelt, kamen dann vor dem Winteraufbruch wieder zurück, weil dann hätten wir so viel Ausrüstung mitnehmen müssen, dass wir auch bei minus 30, 40 Grad hätten radeln müssen. Das wollten wir nicht, also sind wir zurück, sind wir wieder aufgebrochen, wieder zurück, wieder aufgebrochen. Daraus sind dann 4 Bücher entstanden, das hätte ich nie gedacht, weil wir sind eigentlich keine Radfahrer. Sondern wir sind Abenteurer und haben nur die Idee auf ökologischen Weg, also mit einem Fußabdruck, mit einem grünen Fußabdruck, so wenig wie möglich unsere Erde zu belasten. Die Idee ist in Australien entstanden. Damals, weil wir in einem gemeinsamen Interview, also in einem Fernsehbeitrag gesehen haben, wir, also am TV-Sender haben wir über unsere Australien-Expedition berichtet und gleichzeitig auch über 2 Australier, die mit dem Fahrrad von Deutschland in die Mongolei geradelt sind. Und nicht in die Mongolei, sondern nach China geradelt sind. Und dann habe ich zu Tanja gesagt, da sind wir bei vielleicht so, ja, das war so 60, 70 Grad in der Sonne, also extremst heiß. Und dann habe ich mir schon den richtigen Zeitpunkt ausgesucht, um dich anzusprechen, weil ich wusste, wie du vielleicht reagierst. Ne? Dass wir seinen Traum zu uns machen. Ja, genau, da war ich sehr diplomatisch. Aber das war nicht diplomatisch genug, weil ich habe zu Tanja dann gesagt, ja, wie wir da gerade uns bei dieser Hitze durch das Outback gequält haben, habe ich gesagt, du Tanja, was hältst du denn davon, wenn wir die nächste Etappe vielleicht auch mit dem Fahrrad wieder von Deutschland beginnen und durch ganz Russland in die Mongolei fahren? Na, und was hast du da gesagt? Auf keinen Fall! Tanja war das also, für die war das grauslich, ja, dieser Gedanke. Sie hat gesagt, nee, sie macht das nie mehr, auch niemals. Aber ich hatte 2 Jahre Zeit, sie zu überzeugen. Wir hatten noch 2 Jahre Reise vor uns, also Fußmarsch vor uns. Und, das hat dann auch geklappt und ich bereue nichts. Ja, Gott sei Dank. Genau. Ich muss dich halt immer ein bisschen überreden, ne, für das Schöne im Leben. Na ja, gut, und dann haben wir das eben gemacht. Und was man jetzt in diesem Teil nicht sieht, ist, wir waren anfänglich mit dem Pferdewagen unterwegs und sind dann bis zur Stadt Mörren gekommen. Und da gab es schon einen Mini-Wintereinbruch. Und wir haben uns überlegt, ob das noch Sinn macht, überhaupt loszureiten, weil es schon sehr schnell sehr kalt werden kann in der Mongolei. Und da war es gerade September. Genau. Und dann haben wir uns entschieden, also dieses Abenteuer wollen wir uns doch nicht entgehen lassen. Und wir packen das von Mörren, diesen einem Etappenziel, bis zu den Rentiernomaden zu kommen. Und Mörren ist eine Provinzstadt, also die Provinzhauptstadt in der Region, also in der Nordmongolei. Also wir hatten das alles vorbereitet, wir haben unsere Ausrüstung, wir waren ausgerüstet bis auf minus 50 Grad ungefähr und haben das alles dann also von dem Pferdewagen auf die Pferde geladen, haben das meiste zurückgelassen, weil wir auch gehört haben, dass es sehr gebirgig wird und dass wir dann mit dem Pferdewagen gar nicht da drüber kommen über das Gebirge. So war das, da haben wir den Pferdewagen zurückgelassen, ein mongolischer Begleiter, der anfänglich dabei war, dem wurde es zu kalt und er hat gekniffen und hat uns einfach alleine gelassen. Da war bloß noch Bilge dabei. Bilge ist auch ein Pferdemann, mit dem wir uns heute noch befreundet sind und uns da bei so einer extremen Situation auch, da entstehen auch tiefe Freundschaften. Aber jetzt geht es dann eben los und Mörren, bis dahin sind wir eben schon so circa 1000 Kilometer unterwegs gewesen. Was man dort tun kann. Und so ein Mantel hat so, was hat der, was ungefähr 10, 12 Kilo? Also Dennis Mantel war so schwer, dass der anfänglich überhaupt nicht allein aufs Pferd kam. Also es war eher wie eine Ritterrüstung. Ja. Also es wurde, also es kann passieren in dieser Jahreszeit, dass es pro Tag das Wetter umschwingt und 10 Grad, also heute ist minus 10 Grad, morgen minus 20 Grad. Also muss man uns ernsthaft beeilen, um voranzukommen, um unser Ziel zu erreichen. Und hier fragt Bilge einen der Nomaden, ja, wo der Weg muss in den Land gehen. Wir hatten nur grob das in den Karten und da mussten uns da vorantasten, Kilometer für Kilometer. Und wie die Mongolen drauf sind, er legt sich dahin bei minus 10, 15 Grad und raucht erst einmal eine. Und ja, jetzt wollen wir die Zelte abbauen und kriegt die Heringe nicht mehr raus. Das ist ganz schlecht, wir haben nicht so viele Heringe dabei.
Und es war so minus 18, minus 20 Grad gestern Nacht und die Heringe sind einfach festgefroren, knallhart und es ist immer noch kalt. Tja, wir bauen mal das Zelt ab. Jeden Tag eine neue Herausforderung. Hey, no chance. Hey. Hört schon was. Ja, wir haben dann Wasser gekocht und dann einfach über den Hering heißes Wasser drüber gekippt und so haben wir das wieder rausgebracht. Das heißt, der Zeltabbau war 4 Stunden. Und dann sind wir an dem Erding Goal vorbeigeritten, entlang geritten wie beim Gebirge. Es wurde tatsächlich immer kälter. Unser Hund, der Mogi, den wir dann erworben haben, wir brauchten dringendst einen Hund. Und zwar aus einem Grund, weil wir, man hat uns erzählt, dass wir diese Pferdeexpedition nicht überleben werden, weil... oder nicht schaffen werden, weil man uns mit 100%iger Sicherheit innerhalb kürzester Zeit die Pferde klaut. Weil Pferdediebstahl ist in der Mongolei nach wie vor, das war schon in der Geschichte so, und heute immer noch nach wie vor gang und gäbe. Das heißt, man kauft sich die Pferde, meistens ist der Käufer auch gleich der Dieb, das ist nämlich ein super Geschäft, ja. Und dann ist das weg. Und wenn in dieser Temperatur an die Pferde weg sind, das wäre nicht eine Katastrophe. Na, also haben wir gesagt, okay, wir brauchen einen Wachhund, der dann anschlägt. Und wir hatten dann also Nachtwachen. Das heißt also, die Tanja, der Bilge und ich, wir hatten also die ganze Nacht gewacht, nachdem wir aber tagsüber 8 Stunden auf dem Feld gesessen waren. Also wir waren jetzt immer so Schichten von 2 Stunden oder 3 Stunden, wo wir rolliert haben. Es durfte niemals die Pferde unbewacht sein. Und das war die Anstrengung bei dieser Reise auch, bei dieser Expedition, eben immer wachsam zu sein und Angst zu haben vor Pferdedieben. Durch den Lärchenwald und die Lärchen haben so viele Nadeln abgeworfen, dass wir den Boden nicht mehr richtig gesehen haben. Und das ist recht tricky, weil es kann dann eisig werden. Der Hufsgursee ist einer der, ja, ist ein wunderbarer See, der war am Zufrieren, der liegt auf 1645 Meter Höhe und ist 136 Meter lang und 36,5 Kilometer breit und war eben am Zufrieren und das sind entlang geritten. Und dann hat man uns erzählt, hey, ihr müsst also, unser Mogi war ein Schafskiller, das muss ich jetzt dazu sagen. Weil wir am Anfang nicht wussten, wie wir ihn bekommen haben. Er ist ein Stadthund und der hatte nie so die Berührung mit Schafen. Und wir sind gemeinsam losgeritten mit ihm und dann auf einmal sah er Schafe und ist wie ein Berserker auf diese Schafe zugerannt und hat die ganze Herde gesprengt. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was die Schafhirten dazu sagen. Die mögen das gar nicht. Ja, die fanden das grausam. Die fanden das fürchterlich. Und, aber der Mogi hatte Erfolg, also der hat einen riesen Spaß gehabt mit seiner Jagerei und dadurch mussten wir ihn immer an der Leine lassen, damit er eben nicht Schlimmeres anrichtet. Und dann kam er eben an diesen Hufskull-See. Ja, aber da muss ich noch sagen, dann haben wir den Mogi freigelassen. Ne? Weil jemand gesagt hat, da gibt es keine Schafe mehr. Genau, ja. Weil es ist so, dass an diesem See, da gibt es Touristen im Sommer, also auf die ersten 100, 200 Kilometer. Und es ist also, wenn ihr jemals in die Mongolei kommt, das ist ein Traum. Also da den Hufskull-See zu sehen, ist ein Naturschauspiel, eine, wunderbar. Also für uns ist die Mongolei eines der schönsten, von Natur her, eines der schönsten Länder dieser Erde. Wir haben insgesamt 2,5 Jahre dort verbracht, auf verschiedenen Expeditionen. Aber wir haben dann einen der Hirten gefragt, gibt es hier noch Schafe und Ziegen zu dieser Jahreszeit? Ich habe gesagt, ach was, da gibt es keine Schafe und Ziegen mehr, euren Hund könnt ihr doch nicht laufen lassen. Dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir ihn laufen. Und dann ist der Mogi, haben wir von alleine gelassen und der Mogi ist dann neben uns gelaufen. Und dann reiten wir so um eine Biegung, ja, eine Seebiegung. Und dann sehe ich in der Ferne sich irgendwas, was sich bewegt. Der Mogi sieht es auch und schießt los wie ein Pfeil. Und es waren Ziegen. Und der war so clever und hat die Ziegen auf das Eis getrieben von dem See. Die Ziegen sind ausgerutscht, zack, und der Mogi hat sie bam in den Arsch gebissen. Und das war natürlich schrecklich, ja. Und das mag natürlich keiner, der die Ziegen hat, dass man sein Tier verletzt. Genau. Und ihr seht auch, der Mann, der schaut jetzt da ganz böse. Und in der Mongolei ist es so, wenn ein Hund ein Tier in der Herde angreift, dann wird er erschossen. Jetzt muss man dazu sagen, wir hatten auch seit ein paar Tagen ein paar von wilden Hunden oder semi-wilden Hunden dabei, die dadurch da waren, was Dennis gerade erzählt hat, an diesem Lake
Rufskul, an diesem See, sind eben Touristen und zur schönen Jahreszeit füttern die Touristen die Hunde. Und jetzt haben die Hunde uns gesehen und sich gedacht, da schließen wir uns an, da bekommen wir Futter. Genau, weil es im Winter keine Touristen mehr gibt. Und eben da waren eben zwei, da konnten wir ja, oder drei, da konnten wir gut mitgehen. Und dann war das eben so, dass eben diese Hunde bei uns dabei waren. Es gab ein riesen Palaver. Der Dennis stellt sich eben vor unserem Mogi, dass der nicht erschossen wird. Und dann ist es aber in der Mongolei trotzdem so, dieser Hund, der Unruhe stiftet, muss erschossen werden. Und dann haben die beiden Mongolen kommuniziert, also unser Freund Bilge und der Mongole, der hier zu sehen ist. Und letzten Endes, ihr werdet es nicht glauben, und das haben wir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht richtig mitbekommen, was da passiert ist, unser Bilge hat dem Mongolen hier erzählt, das war gar nicht unser Mogi, sondern das war einer von den streunenden Hunden. Und was noch schlimmer ist, man wird es nicht glauben, unser Mongole hat dann tatsächlich einen der streunenden Hunde erschossen, weil es das Gesetz so verlangt. Da ist man teilweise machtlos, was da passiert. Ja, und dann war man entsetzt. War man traurig und es ist so ein Einbruch. Ja, ich meine, wir lieben ja Wesenheiten, Menschen und auch Tiere, weil wir unser halbes Leben mit Tieren unterwegs sind. Also das ist unser Partner, das muss ja nicht unbedingt unser Hund sein. Also da musste jetzt dann an jemand sterben und das war wirklich ganz schön. Waren wir deprimiert im Camp gesessen und haben dann also wenig gesprochen, haben also uns das Essen gemacht. Der Puzzle ist einer unserer Sponsoren, aber das war nicht ganz... Ich wusste, dass die Szene gesetzt ist. Ja, aber das sind dann schon besondere Touristen, wenn man die auf so einer Reise noch dabei hat. Genau. Das Problem ist, dass das wurde also praktisch später und wir mussten über große Pässe, ja. Wir mussten über Schneegebirge Horridor in Saridak und da gab es also nur einen Zugang über diesen Pass. Und es kann durchaus sein, dass es von einem Tag auf den anderen ein, zwei Meter herschneit. Und wir dann eingeschneit sind und nicht mehr rauskommen. Also deswegen waren wir gezwungen, uns wirklich zu sputen. Ja, und dann war hier ein Bauarbeitertrupp. Und ihr werdet es nicht glauben, die haben eine Straße gebaut, aber die hat man nicht gesehen, die Straße. Es war halt eine mongolische Straße, ein Weg. Für wen sie den gebaut haben, wissen wir nicht. Zu dem Zeitpunkt war schon so kalt, dass die Zahnpasta in der Tube gefroren war. Und ich hatte mir eine Kältecreme mitgenommen, weil wir wussten, es wird sehr kalt, aber diese Kältecreme, die ich ins Gesicht haben wollte, war auch gefroren. unter anderem. Und wenn wir Wasser haben wollten, also wir haben dann heißes Wasser, Tanja, war der immer, ja, hast du mich immer versorgt und so. Also ich war für Navigation zuständig und für viele andere Dinge. Wir teilen uns das auf, das ist ein 50-50-Job. Und und dann, wenn Tanja dann Wasser kocht und dann in die Thermoskanne reinfüllt, dann dauert es ungefähr eine halbe Stunde bei ungefähr minus 20 Grad, 25 Grad, bis die Thermoskanne zufriert. Das heißt, du brauchst ein Brecheisen oder eine mega Zange, um den Verschluss wieder aufzudrehen. Das ist das Wasser in der Thermoskanne gefroren, obwohl es vorher heiß war. Das muss man immer sofort trinken, damit das Wasser nicht, dass es nicht gefriert. Hier reiten wir um einen sogenannten Obul. Obul ist ein Sitz der Götter. Obul ist ein mongolischer Aussprache, mongolisches Wort. Da hängt man dann Schals rein oder irgendwelche Dinge, die man mag und umreitet ihn dreimal, betet für den Schutz der Reise, für eine Gesundheit. Das machen alle Mongolen und wir nehmen zum Teil natürlich auch die Spiritualität oder zumindest die Aussagen oder die Gesetze des Landes an. Ja, Filmen, ja. Das, was ihr hier seht, ist unter großen Aufwand entstanden, weil man kann also mit Lithium-Ionen-Batterien bei ungefähr minus 20, minus 30 Grad nicht mehr fotografieren oder filmen, weil dann ist der Akkustand, volle Akkus, die sind voll und dann tut man die Kamera rein und macht es bub null. Ja, die verlieren sofort, also null. Also habe ich die Akkus immer an meinem Körper getragen, immer am Körper, um warm zu halten oder dann hier warm gemacht am Campfeuer, um überhaupt fotografieren zu können. Okay.
berate mit Bilge, wir haben also hier, setzen wir da und machen also Navigation und da sieht man vielleicht auf der Karte dieses Seengebiet. Wir waren in einem riesigen Seengebiet, hunderte von Quadratkilometer groß, und es waren aber keine Seen mehr da, waren ja zugefroren, und Bilge hat vorgeschlagen, eben diese Seen abzukürzen über diese Seen. Und das ist eine große Gefahr, weil immer wieder Mongolen bei Abkürzungen über Seen einbrechen. Es war also zwar schon sehr kalt, aber noch nicht lange genug kalt, um das wirklich durchzufrieren. Aber viele, viele Mongolen sind so richtig, ja, das sind Machos, ja, das sind so Männer, und die wollen auch entscheiden. Und ich musste im Blick auch immer wieder Entscheidung übertragen, sonst fühlt er sich nicht wohl. Also ich habe gesagt, okay, Bilge, wenn du meinst, es ist sicher, dann machen wir das. Dann kürzen wir ab, um nicht jetzt, zu dem Zeitpunkt war es um die minus 30 Grad, es war also sehr grenzwertig, auf dem Pferd zu sitzen bei minus 30 Grad, das macht auch kein Mongole im Regelfall mehr. Alle Mongolen, die wir getroffen haben, das waren nicht viele, die haben gesagt, wo wollt ihr hin, da rauf, da, zack, an Uhr, oh, und dann haben wir so gestimmt, die Hutten heißt kalt. Ja, also das habe ich nie vergessen, Hutten, das werde ich immer in meinem Kopf haben. Ne? Und wenn es den Mongolen schon Hutten ist, ne, dann könnt ihr euch was... Okay. Naja gut, also... Ja, das ist eine krasse Situation, weil wir sind hier immer im Trab geritten, weil wir hatten es sehr eilig. Und die mongolischen Pferde sind sehr starke Pferde. Das soll man nicht glauben, man kann teilweise wirklich 8 Stunden am Tag auch mit seinem Pferd im Trab reiten. Oder so eine Art Trott. Es gibt so eine Reitart, wo das Pferd nicht rauf und runter geht, das ist das Trott. Der geht also immer gerade. Irgendwann beherrscht man das, also nach 4000 Kilometern. Also wir haben lange gebraucht, und so hat der Bilge immer Gas gegeben. Und Bilge und Tanja sind vorausgeritten, ich habe dann die Packpferde geführt, und wir sind über eine Bergflanke geritten, das heißt, es war so richtig schräg, steil, ja, und schnell, und dann ist es unter diesem Schnee, war die Bergflanke eisig gefroren. Und das sieht man nicht. Also ich habe nichts gesehen, das Pferd hat nichts gesehen. Und dann ist mein Pferd auf einen Schlag mit alle vier Hufe, ja, zack, weg, gerutscht und bam, auf die Seite geknallt, auf mich drauf geknallt. Und auf dem rechten Fuß. Und dann ist mein Pferd, Sar, so hat er geheißen, ist er wieder aufgestanden. Das war ein cooles Pferd. Ist wieder aufgestanden, und na, und das Problem war, wir hatten ganz, ganz große Stiefel an. Ja? Die waren also von einer kanadischen Firma angegeben bis minus 50 oder 60 Grad. Das könnte komplett knicken. Ja? Also das sind Leute, die in Europa unterwegs sind oder die tagsüber rausgehen und dann wieder abends reingehen. Das heißt also, die Schuhe sind nicht geeignet für diese Kälte. Aber da kommen wir später. Da kommen wir noch drauf, genau. Aber sind groß. Aber was ich sagen muss, dass ich mit diesem großen Fuß in den Steigbügel hängen geblieben bin. Und jetzt lag ich, der Klassiker, und jetzt lag ich auf dem Boden, das Pferd steht auf und mein rechter Fuß liegt da im Steigbügel. Und dann macht es mein Pferd, und ich lag da und denke, Gott, bleib bloß stehen. Und das Pferd, einen Schritt, und dann macht es in meinem Knie, macht es krach. Und ich habe den einen oder anderen in den Gruppen schon erzählt, ich hatte schon ein paar Bänderrisse und alles mögliche. Ich weiß genau, wie das klingt, wenn das Band reißt. Ja, das ist ein Schlag durch den Körper, so bam. Das hört man, es wird Trommelschlag. Paukenhieb, ja, und dann habe ich geschrien, mein Pferd ist schrocken, macht noch einen Schritt nach vorne, macht krach, und dann habe ich zweimal in meinem Knöchel die Bänder gerissen und hing immer noch im Steigbügel. Und dann, aus irgendeiner Konstellation, ist mein Fuß aus dem Steigbügel rausgefallen. Und dann war ich robbend am Boden. Und ich kam zurückgeritten, weil irgendwas hat nicht gestimmt, weil Dennis nicht kam. Ja. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich war jetzt nicht die liebevolle Ehefrau, nee, die nach unten geht und sagt, Dennis, mein Schatz, was hast du dir getan? Sondern ich habe gesagt, aufstehen, sonst erfrierst du mir am Boden. Der hat gesagt, aufstehen, Mensch! Jetzt so, das war zu sorgen. Ja. Das war jetzt gemein.
Naja, ich meine, es ist auch berechtigt, weil da diese Softnummer zählt da drauf. Ne? Da brauchst du einen, ich war ja in der Schock, ja. Ich habe geschrieben, so, und sie wollte mit mir reden und so, was ist los? Ich bin so, mein Knacking und so. Und sie, steh auf! Ja, das habe ich ihr dann lange nicht verziehen. Aber ich bin aufgestanden. Hat ein bisschen gedacht. Bin aufgestanden und sie hat, steig aufs Pferd! Und klar, die Alternative wäre erfrieren. Ja? Also es gab keine Alternative. Also bin ich dann auf das, also die Tanja und der Bill. Ja, man muss noch dazu erzählen, vielleicht, ich meine, im Nachhinein ist das alles lustig, währenddessen so gar nicht. Und der Gole fragt überhaupt nicht, wie es Menschen geht. Er sagt, ist das Pferd okay? Ja. Das ist das in dem Falle gar nicht der Fall. Das stimmt. Gole würde auch nicht zugeben, wenn es ihm wehtut. Also, nee, außer keine Mann. Aber ihr seid dann weitergeritten, ja? Birgi und Tanja sind dann weitergeritten, dann war ich wieder alleine. Und er wusste nicht mehr, wie auf das Pferd draufkommen soll. Weil ich habe das nicht geschafft, das war alles im Eimer. Und dann habe ich mir so einen Baumstumpf irgendwie gesucht und dann bin ich mit dem linken Fuß auf diesen Baumstumpf drauf. Und ich habe mit meinem schweren Dehl, mit meinem Mantel auf diesen Pferdbild drauf gehievt und bin dann hinterher getrabt, euch beiden. Ja? Naja gut, das war so eine Sache, die also böse ins Auge gehen kann und die wir auch nicht provozieren wollen. Deswegen machen wir solche Reisen nicht. Aber uns ist auch bewusst, dass es während solchen Reisen zu so einer Situation kommen kann. Klar, muss man bewusst sein. Na? Felix hatte schon erwähnt, die Pferde sind sehr tough und die sind das auch. Also, die haben das ganz hervorragend weggesteckt. Wir haben hier natürlich kein Wasser mehr dabei und es gibt auch kein Schlitt oder Eis, sondern wir sammeln ganz normal Schnee und schmelzen den Schnee und machen daraus dann Essen, Trinken und auch eine Wärmflasche. Genau, die Wärmflasche machen wir dafür, weil ich, und das ist das, wie unsere Bücher entstehen live vor Ort. Das heißt also, ich schreibe immer. Und ich schreibe über das, was passiert ist. Ich hatte mir dann so Voltaren-Artikel für Nack, glaube ich, eingeworfen und an dem Abend und habe gehofft, dass am nächsten Tag mein Knie nicht total dick geschwollen ist. Und wenn ich also schreibe, und da fragt sich bestimmt der eine oder andere, wie kannst du schreiben bei minus 30 Grad? Ja, da kann kein Mensch mehr schreiben, vor allem keine Technik mehr mit. Das bedeutet, die Tanja hat das erste Wasser gekocht für den Computer. Genau. Das Wasser kam in eine Wärmflasche und die Wärmflasche kam auf den Computer und das in dem Schlafsack. Und dann ist der aufgetaut und dann konnte Dennis arbeiten. Ja, es hat so 30 Minuten gedauert, bis der Computer so also Betriebstemperatur hatte. Und dann bin ich jetzt in diesen Spezialschlafsack rein. Also wir hatten zwei Schlafsäcke, Schlafsack im Schlafsack. Ich habe mir Handschuhe angezogen, weil ich habe mir zum Beispiel die Fingerkuppe am Mauspad meines Computers erfroren, aber weil ich ja den Finger freilegen muss, sonst hätte das Mauspad nicht funktioniert. Und so habe ich dann reingetippt, was jetzt da gerade so passiert ist, dass ich mir jetzt gerade wehgetan habe und ich wusste, wie es weitergeht. Und ja, am nächsten Tag war dann mein Knie nicht stark geschwollen und wir konnten weiterreiten. Ich hatte natürlich immense Schmerzen, aber ich konnte zumindest weiterreiten. Da war ja der See. So, jetzt sind wir, an diesem Seenland, von dem ich erzählt habe. Und was ihr jetzt hört, das ist absolut außergewöhnlich, weil dieser See am Zufrieren ist und da gibt es Spannungsrisse. Und diese Spannungsrisse ist absolut fantastisch anzuhören, wenn man also da, natürlich für uns war das eher bedrohlich, aber wenn ich das danach gehört habe, das war wie Musik, aber hört einfach mal zu, wie das klingt, das geht durch Mark und Bein. Wir sind jetzt hier in einem Seelabyrinth gefangen, mehr oder weniger alles voller Seenerflüsse. Da sind wir hineingeraten, einen Tag vor unserem Ziel. Und wir mussten gestern abbrechen, es hat nachts minus 35 Grad, wir müssen hier dringend raus. Wir können jetzt einen längeren Weg nehmen, das wäre vielleicht 2 Stunden länger als die Abkürzung, aber unser Pferdemann will unbedingt den See überqueren, obwohl wir davor gewarnt worden sind.
Jetzt hat es gestern Nacht wieder 35 Grad Minusgrad gehabt, wie gesagt, und hoffen wir, dass es jetzt so weit zugefroren ist, dass wir darüber laufen können. Und unsere Männer sind jetzt schon unterwegs. Also zwei Mongolen helfen uns dabei, die Pferde einzeln rüberzubringen. Und ein Bruch wäre natürlich tödlich, wäre auch Schwachsinn. Aber wir verlassen uns jetzt mal auf die hoffentlich fachliche Kompetenz der Einheimischen und überqueren unseren Packpferden jetzt diesen zugefrorenen See Anfang November. Da konntest du schon wieder laufen? Ja, ja, mit Schmerzmitteln. Wir haben neben diesem See kampiert und in dieser Nacht hatte ich mir die Zähne erfroren. Und zwar läuft es folgendermaßen: Mongolei tagsüber unglaublich schön, meist Sonnenschein. Wir haben für uns auch das geprägt, das ist das Land, wo die Augen nicht anstoßen. Und dadurch, dass wir eben in Bewegung waren, schwitzt natürlich der Fuß in diesen dicken Stiefeln und der Innenschuh wird nass. Dann geht die Sonne unter. Und dann wird es richtig knackig kalt und so der harte, richtig Überlebensexplorer nimmt dann den nassen Schuh mit dem Schlafsack und wärmt ihn und trocknet ihn im Körper. Wobei ich sagen muss, das war jetzt keine so schöne Angelegenheit, den bereits nassen Schuh bei minus 35 Grad am Körper zu trocknen. Nein, das war ja vorher. War ja Eis, also Eisbad. Das ist natürlich Theorie und das andere ist Praxis. Also falls ihr irgendwann sowas machen wollt, nehmt euch einen zweiten Innenschuh mit. Das ist, da geht es euch besser. Auf jeden Fall haben mir dann die Füße schon wehgetan und irgendwann ist der Schmerz ist dann weg. Na, dann fühlt sich das, ist da kein so Gefühl mehr da. Das ist aber schon gefährlich, wenn der Schmerz weg ist, ja? Ja, aber dazu erzähle ich später noch mehr. Ich muss dazu sagen, neben diesen ganzen Kälte und Extremen, nachts da zu liegen neben diesem See und auf diese Geräusche, von denen Dennis gerade gesprochen hat, zu hören, so ganz nah auf unserer Mutter Erde zu liegen, es war ein wunderschönes Erlebnis und manchmal dachte ich, das sind einfach Wale, die singen. Ich glaube, ich muss es trotzdem noch erzählen. Ja. Wir kamen dann später in einer Jurte an, einige Tage danach. Und ich habe meine Schuhe ausziehen können, es gab ein Feuer. Und ich habe die Socken ausgezogen und es war alles steif. Und eben, ich dachte, die Socken sind so dreckig, weil man zieht ja die Kleidung nicht mehr aus, man zieht sie ja nachts nur noch mehr an. Also es ist ja nicht so, dass man sich da überhaupt noch einen Schlafanzug oder irgendwas anzieht. Und dann habe ich aber gemerkt, es waren nicht die Socken, die so dreckig waren, dass sie steif waren, sondern es waren eben meine Zehen. Und habe zum Dennis gesagt, oje, ich spüre die ja gar nicht mehr und habe da hingepiekst. Und dann hat Dennis zu mir gesagt, mach dir keine Sorgen, das wird wieder. Und es ist tatsächlich wieder geworden. Es hat einige Monate gedauert, dass da wirklich das ganze Gefühl wieder da war. Und jetzt mittlerweile ist wieder alles fit, frisch lackiert, rot, ja. Also alles wunderbar. Also es war keine schlimme Erfrierung. Ja, wir gehen davon aus, ersten Grades, vielleicht beginnt zweiten Grades, aber noch nicht so, dass da wirklich massive Schädigungen für den Rest des Lebens. Wie manche Bergsteiger oder so erleben. Ja. Wir kommen an eine Zwischenetappe an in Zaganur. Nur heißt See, Zagan heißt Weiß. Und Zaganur war, da hat man für uns eine Jurte, da hatten wir eine Jurte aufbauen lassen. Also eine Jurte ist ein Filzhaus, ein mongolisches Filzhaus, in dem wir dann 6 Wochen gelebt haben bei einer Familie. In der Mongolei ist es so, wenn man da jemanden kennt, dann kennt er wieder jemanden, der kennt wieder jemanden und hat leicht manchmal die Familie über das ganze Land, ja, und verstreut. Und da kann man dann von einer Familie vielleicht zur anderen reiten. So hatten wir also diese Jurte da und haben unsere Expedition weiter vorbereitet, weil wir wollten, unsere Zielweilen waren ja die letzten Rentiernomaden, der letzten original lebenden, ursprünglich lebenden Rentiernomaden unserer Erde. Und mit denen wollten wir leben. Und das ist aber so, dass man kann nicht einfach hingehen zu so einem, man kann nicht einfach hingehen zu diesen Rentiernomaden und dann sagen, pass auf, jetzt komme ich will bei dir leben. Das wäre ungefähr so, wenn irgendein Schwarzafrikaner kommt und setzt sich bei uns ins Zimmer und sagt, hey, ich will mal schauen, wie ihr Deutschen so lebt. Das geht ja nicht. Ja? Also es gibt ja auch immer den Anstand. Und so, also Menschen gleichgesinnt behandeln und fragen. Ne? Und so haben wir also
sind wir da hingefahren mit einem russischen Allrad-LKW. Also es sind so Monsterdinger mit Monsterrädern. Die braucht auch, glaube ich, eine Stunde 100 Liter Sprit oder so. Also furchtbar. Also sehr teuer. Da sind wir da hingefahren in dieses Camp zu den Tuba-Nomaden. Und dann haben wir mit denen gesprochen und ich habe gesagt, ich entscheide, es ist ja nicht immer, wie man merkt, in Australien, wie lange gebraucht, dass ich entscheiden durfte. Aber ne, also es ist so, dass ich hatte einen Traum, wir hatten die Mongolei durchquert 1994 irgend sowas, mit Pferden schon mal, auf einer Expedition. Da waren wir einer der ersten Europäer, die das gemacht haben in dieser Form. Und da hatten wir von den Tuba-Nomaden gehört. Und da habe ich gesagt, ich will irgendwann mal zurück in meinem Leben und will dann eine Expedition machen zu den Tuba-Nomaden. Und das war eben dieser Anlass jetzt. Jetzt waren wir da. Und das sind oftmals Träume. Ich habe einfach Träume. Es fängt ja an mit Träumen, dann versuche ich zu visualisieren. Und dann kommen die ins Wort und aus dem Wort kommt die Tat. Ja? Aus dem Wort kommt die Tat. Und das ist einfach fantastisch, wenn man einfach einen Traum so realisiert. Jetzt habe ich das den Nomaden erzählt, genauso wie euch jetzt. Ja. Ich habe gesagt, ich habe einen Traum, ich wollte wissen, wie ihr lebt, ich wollte ein Teil von euch sein, wir wollten ein Teil von euch sein, wir wollten zusammen mit euch leben, wie ihr lebt. Also wir bringen alles mit, ihr braucht keine Bedenken haben, wir sitzen euch nicht auf der Tasche, das ist auch ganz wichtig, wir bringen alles mit, wir wollen nur da sein. Und wir beteiligen uns an dem Alltagleben. Und dann hat dieser Ältestenrat sich zusammengesetzt und hat beraten. Und nach einiger Zeit haben sie gesagt, okay, ihr könnt kommen, aber nur für einen Monat, oder? Mhm. Nur für einen Monat, weil wir wollen nicht, dass ihr in unser soziales Leben komplett einsteigt. Die haben gesagt, wir wollen nicht, dass ihr mitkriegt, wenn wir streiten und so. Ja, genau. Naja, und dann habe ich, um Gottes Willen, jetzt sind wir so weit gekommen, um das alles da einzuladen, auf so einem russischen LKW, weil wir mussten die Pferde dann zurücklassen, aus einem Grund, weil dort alles wolfsverseucht ist. Also es gibt Wölfe, Wolfsrudel, und die Wölfs und die Pferde hätten keine Chance gehabt zu überleben, weil es ist Wolfsbeute. Also mussten wir so einen russischen LKW uns finanzieren, das alles draufladen, Tonnen von Ausrüstung, eine eigene Jurte, dass wir also selbstständig sind, um dahin zu gelangen. Und das kostet Vermögen, das kostet auch in der Mongolei Vermögen. Und dann, für einen Monat macht das eigentlich keinen Sinn. Also in einem Monat kriege ich nicht mit, wie die leben. Und ich habe das ja hier in den Gruppen, in unseren Gruppen schon gesagt, da war ich dann öfters mal so 6 Wochen beim Naturstamm und war aber endgültig befriedigt. Ja, ich wollte wissen, was sind die sozialen Strukturen und warum leben die Menschen und wie schafft ein Mongole es oder ein Tuba-Nomade bei minus 50 Grad zu überleben. Und kann ein Europäer das auch? Ist es genetisch veranlagt oder ist es im Kopf? Das war eine große Frage für uns und die wir herausfinden wollten. Wir hatten eine der heißesten Regionen der Erde durchquert mit Kamelen und wussten, das war Kopfsache, aber geht es auch in der Kälte? Naja, und mit den 30 Tagen haben wir es einfach drauf ankommen lassen. Haben wir gesagt, naja, wir waren uns schon gut verhalten, dass wir uns länger behalten. Genau, wir sind einfach, okay, das wagen wir jetzt und fahren da rein. Wir haben uns einen kompletten mongolischen Hausstand gekauft. Wir hatten alles, einen Ofen, alles, und da steht sie.
wir haben das erste Mal in unserem Leben Rentiere gesehen und die Tupas, die in ihren Tipis leben, also in den sogenannten Indianerzelten. Vielleicht kommen die Tipis sogar, der Indianer, aus der Mongolei über die Beringstraße. Auf jeden Fall der Schamanismus, der nordamerikanische Schamanismus, hat anscheinend Verbindungen in diese Region zu diesen Tubas. Tuba ist das Wort aus einer Provinz in Sibirien. Ja, wir haben die ersten Besucher, die kommen, die Jagdhunde der Tubas. Und unser Mogi ist auch mit dabei. Und der auch. Und ich bin am Schreiben, wie immer in meinem Leben. Diesmal bequemer. Ja, und jetzt müsst ihr euch mal reinziehen. Ja. Draußen hatten wir minus 42,3 Grad. Wir hatten auch schon kältere Temperatur von minus 50 Grad. Das war so die Maximaltemperatur. Innen drin hatten wir 30 Grad auf dem Tisch. Im Fuß, also auf Fußhöhe, waren es grundsätzlich bei minus 5 Grad. Also wir brauchten immer Filzschuhe, Riesenfunks, die kosten um die 10 Euro oder Dollar und die sind genial, wenn es kalt ist, genial. Also nicht, da braucht man keine Hightech-Schuhe für 200, 300 Euro, sondern diese mongolischen Filzschuhe für 10 Dollar waren schlechthin. Das ist ja so, die Tischhöhe 30 Grad, das ist aber eine Jurte wie eine Sauna, weil die ganze, dieses von dem Feuerofen, ja, der den ganzen Tag brennen muss, geht die Hitze nach oben und in Kopfhöhe hatten wir ungefähr um die plus 50 Grad. Und da, wo die Hand war, war es schon um die 80 Grad. Das war also extremst heiß. Und draußen minus 42, das heißt die Kopfhöhe mit plus 50 Grad. Ja. Bin ich da rausgegangen, da hatten wir ungefähr um die 90 Grad Temperaturunterschied auf einen Schlag. Bam, das haut einen so rauf, als wäre da einer eine Schaufel, würde da eine Schaufel draufstehen und dann batsch. Da fühlt man sich nicht irgendwie, glaube ich. Ja, dann kommt da zu einer guten Konstitution. Ja. Ist das denn noch Mongolei oder schon Russland? Das ist Mongolei. An der sibirischen, also an der russischen Grenze. Direkt an der Grenze, militärisches Sperrgebiet. Kann man nur rein mit Sondergenehmigung, die wir bekommen haben, die wir haben beantragen müssen, die haben wir bekommen. Jetzt geht es darum, fit zu bleiben. Ja, wie bleibt man fit? Unser Ziel war es, einen kompletten Winter mit diesen Nomaden zu verbringen. Und der Winter dauerte um die 7 Monate. Und wir hatten ja keinen großen Bewegungsraum. Also habe ich dann jeden Morgen mein Yoga gemacht. Eine Möglichkeit, um fit zu bleiben. Und die Tibis und die Jürgentüren sind offen für jedermann. Jeder kann rein. Es ist nicht so, dass man sich da anmeldet oder so, sondern jeder kommt und geht, wie er will, an den Markt. So, jetzt schaut mal, was da passiert. Das war eine riesen Show für die Mädels. Jeden Tag sind sie gekommen und haben wir zugeschaut. Und dann haben sie festgestellt, Mensch, der Dennis, der kann doch so wahnsinnig viel reparieren, der hat einen Gaslötkolben dabei und hat gesagt, oh, den bringen wir jetzt mal mein Solarpanel. Ja, vorher war es so ein Kassettenradio, das haben die dann schon gehabt. Und dann habe ich das Kassettenradio dann repariert und dann das Solarpanel, weil die haben die Panels ein Jahr vorher von der Regierung gesponsert bekommen. Jetzt waren die halt kaputt und dann Dennis hat es gefixt. Ich sage euch, nach 6 Wochen hat keiner mehr gewusst, dass mal 4 Wochen Zeit, also dass die 4 Wochen Limit war. Ne? Wir waren die Reparaturjurte schlechthin. Und wir haben uns gewundert, wo die Sachen überhaupt alle herkommen können. Aus welchen Ecken ihre Tippis. Ja, ja, ich war echt busy. Wir waren auf die Kaffee- und Tee-Jurte. Kamen natürlich auch und haben uns gesucht. Ja, und naja, also das ist natürlich ein Ding, ne? Waschen bei minus 50 Grad oder minus 40 Grad musst du also erst einmal riesen anheizen und so. Und wie das jetzt wirklich geht, zeigen wir mal. Okay. Erst den Kopf, dann den Ohr.
Füße und ein neues Wasser und jetzt im Popo. Alles sauber, einigermaßen zumindest. Das ist ein bisschen unbequem, aber wir kommen schon zurecht. Wir werden Jotten sauber, Tiger sauber. Ja, und wir waren Selbstversorger. Wir haben unser eigenes Brot gebacken, schön mit ein bisschen Kürbiskernen oder Sonnenblumenkernen. Und Fleisch konnten wir auf dem Dach lagern, somit hatten wir ein sehr gutes Kühlfach. Und die ganzen häuslichen Dinge, die man so erledigt, Wäsche waschen und trocknen, war alles in der Jurte. Und hier konnte man die Temperatur regeln, wenn wir das Tuch gesperrt haben oder nicht. Natürlich suche ich schönen und unberührten Schnee. Logisch. Man kann ja hier auch auf Rentierpuh oder anderen Puh stoßen. Und wir wollen ja nur den saubersten Schnee zum Trinken, zum Waschen, für Wäsche und unseren Körper und auch zum Kochen verwenden. Jeden Tag werden die Rentiere fortgetrieben, damit sie Flechten fressen können. Und wegen der Wolfsgefahr werden sie auch jeden Tag wieder ins Camp getrieben. Und wir haben uns daran beteiligt, weil jede Hand wichtig war, also jede helfende Hand wichtig war, beim Treiben der Rentiere. Die schmusen dann, ab und schlagen auch nicht aus und beißen nicht. Also ganz, ganz tolle, liebenswerte Tiere. Ja, und dann einmal war es so, dass also zwei Rentierhirsche, die waren nicht da. Und die sind sehr wertvoll, so ein Rentierhirsch. Und der ganze Stamm, also der Groß, wenn ich vom Stamm spreche, also der Großteil der Tuva-Nomaden leben in Zaganur, also von diesem Stammesbereich. Der hat so ungefähr um die 200 Menschen. Weil die Kinder haben jetzt mittlerweile auch Schulpflicht. Und in der Taiga, im Außencamp, können die Kinder im Winter nicht sein. Also sind die, deswegen war das eine kinderfreie Zeit auch. Und nur die Alten oder die Familien, also die Mütter und also die Jungen, also die noch keine Kinder hatten, waren im Außencamp. Deswegen waren wir da so um die 20, 25 Menschen, nicht mehr. Die Zeit hat sich da auch geändert. Also wie auch immer, die zwei, also nicht die zwei, sondern es sind zwei Rentiere sind eben da verschwunden gewesen und die Tanja ist in eine Richtung und ich bin in eine Richtung und die Tuba sind in irgendwelche Richtungen. Dann laufe ich da so und ganz allein in der Taiga, das ist auch beeindruckend, ne? Und dann sehe ich dann, boah, das könnten sie sein. Ja. Da habe ich dann zwei solche Hirsche gesehen, die haben ja keinen Namen im Schild da oben draufstehen, aber ich denke mal, das könnten sie sein. Ne? Wie kann ich die jetzt fangen? Na, kann ich hingehen und ein Lasso werfen oder sowas? Das würde nicht funktionieren, das sind super schnelle Tiere. Und dann habe ich mir gedacht, die mögen ganz gerne Mineralien. Das lieben die ohne Ende. Ja? Das bedeutet, den Menschen Pipi, ja? Wenn das passiert, dann rennen die hin, zack, und dann fressen sie Eiscreme. Ja, möchte ich euch mal zeigen. Dann habe ich gedacht, das ist eine tolle Idee, das könnte funktionieren. Dann habe ich das auf mich aufmerksam gemacht. Schau, hallo, schaut mal her. Und dann habe ich hergeschaut und dann habe ich gedacht, Reißverschluss aufgemacht, mich hingestellt, ganz provokativ und habe in den Schnee gepinkelt. Und habe sogar darauf hingedeutet. Und die kriegen solche Augen. Ja. Und, boah, und sind zu mir zugerannt und haben das auffressen. Und dann habe ich die geschnappt, weil die haben immer Seile rum, ne? Sonst kriegt man die nie. Dann habe ich die an den zwei Seilen geschnappt und dann habe ich, der stolze Krieger, und dann bin ich dann ins Supercamp gelaufen mit meinen Rentiere. Ja, war ich der Held.
ich habe es nicht verraten, wie ich es gemacht habe. Ja, es war die Zeit, wo wir auch alle Familien besucht haben. Wir sind dann in Kibis gegangen und haben Gastgeschenke gebracht. Und es ist so, dass also die Tuvas 1944 aus Sibirien geflüchtet sind, immer weiter Richtung Norden und aus der Seen dann in die Mongolei gekommen sind, über die Grenzen, weil die Grenzen sind ja nicht sichtbar. Und zwar aus dem Grund, weil während des Zweiten Weltkrieges haben die Russen dringend Nachschub gebraucht, Menschennachschub. Und da wurde alles rekrutiert, was Beine hatte, und wurde in den Krieg geschickt. Und die Tumors haben gesagt, wir wollen nicht in den Krieg ziehen und sind ausgerissen, zumindest die Hälfte des Stammes. Und so wurde diese traurige Geschichte, wurde der Stamm geteilt. Das heißt, ein Teil lebt heute in der Region Tuva in Sibirien und der andere Teil der Familie lebt in der Mongolei. Und dann wurden die irgendwann mal vor gar nicht allzu langer Zeit erst anerkannt als vollwertige Mongolen, was sie ja nicht sind, ne? Sind ja Tuvas. Wir haben Seile mitgebracht und ich darf da Knoten lernen von den Nomaden, die sie für die Rentiere verwenden. Das sind die warmen Filzschuhe. So der Hausstand, den man sieht im Tibi. Kungkung ist es ein heißes Brot, es ist ein rundes Brot, was direkt in der Glut, in der Feuerglut oder im Ofen gebacken wird. Und das ist noch die Tradition der Tuvas. Die meiste, also sie sind wirklich assimiliert von den Mongolen. Vieles ist nicht mehr tuwinisch, sondern eben mongolisch. Das ist die Punzel, die Stammesälteste hier in ihrem eigenen Tipi, die lebt da alleine. Ja, wir sprachen ja von Schamanismus, dem Urschamanismus. Gamba, der Schamane, den besuchen wir vor einem Ritual. Und er macht da seine Trommel fertig, weil er möchte ein Ritual abhalten, weil am nächsten Tag ein Großteil der Jäger aufbricht und auf die Jagd, und er bittet um Schutz bei den Göttern. Der sibirische, zentralasiatische Schamanismus ist wahrscheinlich schon in der Bronzezeit, also im 3. bis 1. Jahrtausend vor Christi entstanden. Die Elemente des Schamanismus wurden bereits auf altsteinzeitlichen Höhlenmalereien, also vor 35.000 Jahren, entdeckt und identifiziert. Und die Trommel des Schamanen ist eigentlich der wichtigste Ausrüstungsgegenstand des Schamanen. Sie dient ihm bei seiner Fahrt ins Jenseits. Ja. Die Töne der Trommel versetzen den Schamanen in eine Art Rauschzustand. Sie sind für Gamba eine Art Gefährt oder Reittier, auf dem er ins Jenseits reist. Und dort tritt er in Verbindung mit den Geistern und Geistesmächten. Aber vorher muss er noch ein, zwei Flaschen Wodka trinken. Und deshalb, das ist auch normal, dass die Schamanen dann auch Wodka trinken, das machen sie dann alle. Und das Irre ist, dass der 8 Stunden lang tanzt. 8 Stunden. Wir haben das also beobachtet. Und wenn er 10 Stunden tanzt, also die ganze komplette Nacht durch. Das passiert nur in der Nacht. Und das ist, wir besprechen jetzt von Urschamanismus. Diese Art von Schamanismus hat überlebt in diesem Bereich dieser Erde, weil während Stalins Zeiten wurde der Schamanismus nahezu ausgerottet. Und alle, die ihn betrieben haben, wurden erschossen. Die ganze Intelligenz, mongolische Intelligenz, wurde umgebracht.
Und die Tuvas, die hat man ja gar nicht gewusst, dass die da sind. Und dadurch haben die das, hat dieser Schamanismus bis heute überlebt. Und wir waren mittlerweile so anerkannt, in Anführungsstrichen, dass wir die Erlaubnis hatten, zu filmen, was strengstens verboten ist normalerweise, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Schamane in die vierte Dimension eintaucht. Und das siehst du, wenn der da eintaucht. Ja? Und das, was ihr jetzt seht, das sind absolut einmalige Aufnahmen. Ich meine, vielleicht nicht einmalig, aber sehr seltene Aufnahmen. Das Faszinierende ist, dass der Gangba am nächsten Tag trotz Papaschka-Wodka und trotzdem, dass er 8 Stunden lang oder 10 Stunden die ganze Nacht durchgetanzt hat, und es ist ja eiskalt da drin gewesen. Also wir haben das ein paar Stunden ausgehalten, dann war es da drin bei minus 20 Grad oder so oder 30 Grad und dann haben wir uns zurückgezogen. Am nächsten Tag geht er raus und macht Holz. Also das hat man denen angespürt, der war nicht betrunken. Also das sagt man auch, dass die Schamanen dann in dem Sinn nicht betrunken werden, sondern dass sie das nutzen als Tool, als Werkzeug, um in diese geistige Welt einzutreten. Und das haben wir immer wieder und immer wieder verfolgt. Also immer wieder sind diese Trommelklänge in Verbindung mit dem Wolfsgeheule zu unserer Jurte geflogen. Das war eine sehr archaische, eine einmalige Zeit, die wir auch nie mehr vergessen werden, die uns ungeheuer bereichert hat. Die kommt nicht vor, wenn man da draußen lebt und dauernd Schnee isst, also aufgetauten Schnee, ja, da habe ich dann irgendwann einmal Bauchweh bekommen. Grauslich. Und das war mitten in der Nacht. Und dann die Tanja hat geschlafen und wir haben das Feuer. Ach, willst du das erzählen? Das musst du mal erzählen mit dem Geburtstagsgeschenk, oder? Ja, mach mal deine Geschichte erst. Genau, mach mal eine Geschichte zuerst. Also auf jeden Fall war es kalt in der Jurte nachts und dann sehr kalt. Es war in der Jurte immer so um die
minus 25 Grad nachts. Das war für uns ganz komfortabel, weil wir gute Schlafsäcke hatten und da bloß die Nasenspitze rausgucken, weil dann friert die einfach ab. Also waren wir immer in unsere Schlafsäcke reingemummelt und es war okay. Ja, tagsüber sau heiß, nachts total kalt. Und dann bin ich nachts um drei aufgewacht mit Magendruck und da hat mir meine dicke Daunenjacke angezogen, zack drüber und mit einer Unterhose bin ich raus. Und es ist auch ein ungeschriebenes Gesetz, dass man seine Notdurft nicht in unmittelbare Campnähe setzt. Weil die Menschen da gehen da hin und holen den Schnee. Also muss man, und das sagt dann ja keiner. Na, also das muss man dann observieren und sehen und gucken. Und, also wie auch immer, dann bin ich dann raus und in den Wald rein und mache mal Geschäfte und stehe auf und denke mir, verdammte Axt, wo ist denn das Camp? Wo ist denn das Camp? Und dadurch, dass die Rentiere den ganzen Tag durch den Wald gelaufen sind, habe ich keine Fußspuren gesehen von mir selber, weil ich war ja immer mit Filzstiefeln unterwegs. Also, da gibt es ja keine Abdrücke mit diesen Filzschuhen. Also hatte ich null Orientierung. Mit einer Unterhose. Wie lange will man das denn machen bei minus 40 Grad? Ja, das war plötzlich wegen so einem Blödsinn, so einem totalen Fehler. Ich von jemandem, der so viel Erfahrung hat in dem Bereich, es sterben wir meistens die Profis und die totalen Anfänger. No? Und da bist du blöd. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, bleib cool, keine Panik, bleib cool, nicht loslaufen, erst denken. No? Und dann habe ich also, okay, ich drehe mich jetzt um die eigene Achse und so und sehe nichts. Und dann habe ich also einen Kreis gelaufen um den Standort, wo ich war. Und habe den Standort immer im Auge gelassen. Und den Kreis habe ich immer größer gemacht und immer größer. Immer mit Blick auf den Standpunkt, wo ich mein Geschäft gemacht habe. Damit ich einen Orientierungspunkt hatte, wo ich wieder zurückkam. Und mir war es mittlerweile tierisch kalt. Ne? Also tierisch kalt. Das war sehr grenzwertig. Die Tanja hätte davon nichts mitbekommen, wenn ihr Mann erfriert da draußen, weil sie hat geschlafen. Am nächsten Morgen hätte ein Tennisclub, der wäre da steif gefroren und die Kängurus sind gleich mal abgelutscht. Das wäre es gewesen. Ne? Also Kängurus nicht, ich meine, Entschuldigung, wir waren in Australien, deswegen sage ich, mach nur Känguru. So freudscher Versprecher. Nee, ich meine, der richtige Rente hätte mich abgelutscht. Deswegen habt ihr jetzt also geguckt, Herr Känguru. Also wie auch immer. Na, ich habe dann, plötzlich bin ich auf einen Pfad gestoßen, wo die Jäger und die Frauen ihre Rentiere bringen und wo ich auch aufgelaufen bin. Und den Pfad habe ich dann gesehen und dann gesagt, ach, das ist der Pfad. Und dann bin ich zurückgekommen ins Camp. Ja, und jetzt erzähle ich euch noch die Geschichte, was ich mir zum Geburtstag gewünscht habe. Das war noch im August. Das war ein fieses Geburtstag. Da waren wir in einem Sommercamp noch und der Dennis meinte, Tanja, alles Gute zum Geburtstag, tut mir leid, ich habe kein Geschenk. Dann sage ich, das macht nichts, Dennis. Kümmere dich nur darum, dass mir im Winter nicht kalt wird. Und der Dennis hat es sehr, sehr genau genommen und hat in der Überwinterung, die wir in der Jurte hatten, jeden Morgen den Ofen angeschmissen. Das heißt, ich bin erst aufgestanden, als es in der Jurte warm war. Also es war ein tolles Geschenk für mich. Danke. Was dann auch noch wirklich lustig dazu kommt, an einem Tag war es wirklich besonders wohlig und ich wollte mir die Haare waschen und habe gedacht, das ist jetzt perfekt. Und ich hatte eben auch schon genug Wasser da und habe das Wasser warm gemacht, alles perfekt, Jürgentemperatur perfekt, Wassertemperatur perfekt. Ich greife nach links unten nach dem Haarshampoo, gefroren. Weil wir eben diese Schichten haben in der Jurte mit eiskalt und immer wärmer nach oben. Ja. Ich hatte ja davon gesprochen, dass es ein militärisches Sperrgebiet war, wo wir gelebt haben. Und die Jäger waren unterwegs. Aber vorher haben die Jäger gesagt, weil es ist also verboten, ohne Waffenbesitzscheinkarte oder ohne Waffenschein in der Mongolei Waffen zu besitzen. Das ist natürlich absoluter Quatsch, weil die Tubas würden nicht überleben. Die brauchen dringend Waffen. Aber die können sich keinen Waffenschein besorgen, haben das Geld nicht dafür. Also haben die gesagt, Tanja, Dennis, es kann sein, dass eine Spezialeinheit patrouilliert, das kommt ab und an mal vor. Und wir können nicht alle Waffen mitnehmen. Und wir würden ganz gerne die Waffen bei euch bummeln, ihr seid doch unsere Freunde, oder?
Und dann haben wir die Waffen, haben wir uns angeschaut und denken wir, naja, boah, mein Gott, also wenn die kommen und wir in unserer Jurte ist ein Waffenlager. Na, und wir sind die Ausländer, da sind wir dran. Aber wir haben gesagt, okay, was wollen wir machen? Da waren wir. Da lebt man gemeinsam da draußen, da hilft man sich auch. Und dann haben wir die Waffen unter unserem Bett verstaut mit der Munition. Und dann kamen die Jungs tatsächlich angehen. Kennt ihr den Spruch, da geht dann der Stift auf Grundeis? So ging das mir da. Da war ich da gesessen und habe versucht zu lächeln. Das ist mir fast nicht mehr gelungen. Hallo! Sambaino, genau, hallo, Sambaino heißt guten Tag, Sambaino. Und die Sambaino. Und dann reiten die vorbei und checken also jedes Tipi. Und so schauen die Pferde aus, die da an minus 40 Grad oder was auch immer reiten. Und unser JT haben sie nicht untersucht. Also Glück gehabt. Die Jäger kommen zurück. Die Jäger kommen zurück von ihrem Ausflug. Das Drama war, eine Lawine hat einen der Jäger getötet. Also wir leben unmittelbar immer knallhart in Verbindung mit dem Tod, dort in der Wildnis. Ja, am Anfang der Welt habe ich das genannt, oder haben wir das genannt. Ja, vom Urgrund allen Seins, da ist es hart, sehr hart. Und 3 Wochen waren die da draußen bei dieser extremen Temperatur. Und da haben die sich auch die Nasenspitzen erfroren. Ja, oder die Finger erfroren, während einer eben der Kameraden tot war. Hier sieht man das an den Fingern hier, das ist also ein absoluter Hammer. Und die Frauen haben dann also haben heißen Tee gemacht für die Jäger, die zurückgekommen sind mit Erfrierungen in allen Bereichen. Und das war also auch eine traurige, von der Stimmung her, eigenwillige Zeit. Ja, das ist einer von den wenigen Bewohnern. Jagen im Regelfall, also nach Elchen, ja, also wenn sie Glück haben, können sie einen Elch jagen und dann Bären? Grizzlies, also diese Bären sind dann nur im Sommer, ne? Die haben einen Winterschlaf. Also es gibt da so wenig Jagdbeute. Die Wölfe sind die? Ob die welche Wölfe gefährlich sind? Ja, jetzt für das Dorf oder für die... Ja, Wölfe sind nur dann gefährlich, also erstens mal, wenn sie sehr, sehr hungrig sind und wenn jemand vielleicht verletzt im Wald rumlaufen würde, dann ist er dran. Garantiert. Für die Rentiere sind sie sehr gefährlich. Also jede Nacht hatten wir, nicht jede Nacht, aber häufig kamen die Jäger raus und haben dann geschossen und so und Wölfe verjagt und sind super schlau. Hier mitten in der Taiga, in der wir jetzt leben, mit den Thomas zusammen, ist das Wetter sehr extrem, im Schnitt minus 30 Grad. Und es kann innerhalb von wenigen Tagen 1 Meter Schnee herwehen. Und deswegen ist es wichtig, einen guten Holzvorrat zu haben. Und ich habe hier einen Baum entdeckt, der schon gefallen ist. Und den werde ich jetzt klein machen mit der Motorsäge. Die Herausforderung ist, die Tubas legen sich Holzlager an. Wir hatten kein Holzlager. Das heißt also, wir mussten jeden Tag da raus, Schwerstarbeit. Wir hatten insgesamt 3 LKW-Ladungen voller Holz verbrannt in diesem Winter. Und war immer altes Holz, also abgestorbenes Holz. Während die Tubas natürlich auch immer daran arbeiten, ihr Holzlager aufzustocken. Holz bedeutet Überleben. Und da ist jeder beteiligt, Frauen und Männer. Egal in welchem Alter. Sagansar, das Neujahrsfest. Sagansar ist ja auch das Frühlingsanfang wird da gefeiert nach dem Mondkalender. Und während des Sagansars wird die ganze Familie besucht und vor allem gegessen und getrunken. Es wird ohne Ende getrunken. Man kann sich fragen, wie kommt der Wodka da rein? Also wir sind ja da reingekommen mit so einem schweren LKW. Und ab und an hatten die mal Kontakt zur Außenwelt, die ja nicht so wahnsinnig weit weg war. Also die Außenwelt war ja das Sakanu, das kleine Dorf, ja. Und da wurde der billigste Fusel reingebracht in dieses Camp. Und der Großteil der Tubas sind sicherlich massive Alkoholiker durch diesen schlimmen Wodka.
Und da am Zagansar, da wird gesoffen, ne? Ja, ja, da geht man dann von Jurte zu Jurte. Dennis hat ja erwähnt, es ist zum Mondkalender, also das ist genau zu unserer Faschingszeit. Also wird es immer berechnet. Man hat uns eingeladen, mit ihnen zu gehen, also mit die Familie mit zu besuchen. Die machen Boots. Boots sind also so kleine Fleischbällchen in Teigtaschen. Und die werden dann geklaut von den Dorfhunden da, wenn er Glück hat. Und wir bringen auch Gastgeschenke. Es ist ganz, ganz wichtig, Geschenke mitzubringen. Manchmal ist es so, dass, wie wir jetzt hier auf diesem Bild sehen, da Wodka wird geschenkt und dann auch solche Kuchenberge mit Zucker oben drauf, mit Würfelzucker und Bonbons. Und die Familien verausgaben sich sogar total für dieses Sagansar, für dieses Fest, sodass sie sich also mehr oder weniger verschulden. Weil wenn man nichts schenkt, wenn man also nichts schenkt, dann wird es ein schlechtes Jahr. Ja? Also muss man unbedingt was schenken, damit man ein gutes Jahr hat. Die Tanja mit der Punzel ihrer Freundin. Man nimmt dann das Geschenk immer an die Stirn als Ehrerbietung, als zum Danken. Und hier die Schamanin, sein Zetzek heißt Schöne, sein heißt Schön und Zetzek heißt Blume, schöne Blume. Wir sprachen dann rudimentär Mongolisch, wobei die Tuvar-Nomaden Tuwinisch sprechen, aber auch perfekt Mongolisch. So konnten wir uns dann verständigen. Und Wodka wird also gereicht. In jedem Tipi wird Wodka gereicht. Und ein Mann trinkt ungefähr 2 bis 3 Flaschen Wodka an einem einzigen Tag. Mindestens. Und wir mussten natürlich mittrinken, diesen blöden Fusel. Und das ist also so, wir waren ja da ein Teil dieser Gemeinschaft. Und dann haben wir hier also so gefeiert, ja, und ich habe dann immer versucht, mich zu wehren vom Trinken, und dann hat die Putti gesagt, Dennis, du bist der Weichei, ja, du trinkst ja nicht. Er hat gesagt, du trinkst wie ein Mädchen. Du trinkst wie ein Mädchen. Und war mir egal, ich wollte diese Fussel nicht haben, und dann habe ich das so getrunken, ja, im Mund, und habe gesagt, ich muss mal auf die Toilette, bin ich raus, und dann bin ich wieder rausgespuckt, das kannst du nicht ewig machen, ne? Das fällt ja auf. Und dann habe ich also wieder getrunken, und dann, wie sie alle mal weggeguckt haben, weil die waren ja alle breit, da ging es, dann habe ich dann in der Punzel in das Bett gespotzt, weil das ist ja einfach nur so, das sind nur so Holzbalken, ja? Am nächsten Morgen hast du wahrscheinlich gut geduftet. Aber das hat alles nichts genützt, ne? Diese ganze Ausspuckerei, weil mich hat dann der Wodka auch grauslichst erwischt, so dass wir also fürchterlich in der, ja, wie soll ich sagen, Prenol waren. Das war sauer. Jürtenabsperren war ja nicht. Also normalerweise ist es ja auch ein ungeschriebenes Gesetz, dass Besuch immer kommen und gehen kann, wann immer die wollen. Trotzdem haben wir nachts das Häkchen zugemacht, damit wir ja einfach uns ungestört sind. Und es war morgens um 3 Uhr. Und ich möchte noch dazu sagen, die Tuva, die sind ja schon ein bisschen, ja, vielleicht für die Kinder zu Weihnachten, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, oder vielleicht ist es deshalb so, weil die eben oftmals nichts haben, dass wenn ein Fest ansteht, wird halt 2 Wochen vorher das Feiern schon angefangen. Ja, die fahren dann raus irgendwie und bringen dann den Wodka rein und können es nicht bis zum eigentlichen Fest erwarten, sondern fangen 2 Wochen vorher mit der Party an, und die machen auch noch 2 Wochen nachher mit der Party weiter. Also das Fest geht 4 Wochen. Und irgendwann klopft es eben nachts um 3 sehr extremst massiv an unsere Tür. Und es wurde nach Wodka verlangt. Jetzt war es von uns im Prinzip, sowieso keinen Wodka da reinzubringen. Wann immer uns die Menschen besucht haben, haben die Kekse gekriegt, sicherlich Tee, Kaffee, unsere Gastfreundschaft, wir haben Dinge repariert, aber keinen Alkohol ausgeschenkt. Aber gut, man hat es eben probiert. Und ich wusste nie, dass ein Herz so laut schlagen kann, dass man es selber hört. Weil ich hatte einfach Angst in dem Moment. Ich hatte auch deshalb Angst, weil es wird ja auch oft ganz
viel erzählt, ja, wenn ihr da hingeht und die können doch alles mit euch machen und da kommt ihr nicht lebend raus und die nehmen euch alles weg und diese Geschichten wollten wir alle nicht glauben. Und dann war es eben dieser Moment gekommen, wo es ziemlich bedrohlich war für uns, für unsere Empfindung. Und wir hatten dann auch Bedenken, dass die Axt steht gleich daneben, dass sich da vielleicht jemand vergreift und sich so Zugang zur Hütte verschafft. Und wir hatten nur das Häkchen in der Tür. Der Dennis ist dann bei diesem wilden Lärm hingeschlichen und hat dann noch unsere Schürzange reingemacht, um die Tür stabiler zu machen. Und ich habe tatsächlich gebetet und auch Dennis in diesem Moment einfach um unseren Schutz gebetet, dass ich diese Situation auflösen möge. Und auf einmal war tatsächlich Stille. Und wir haben dann noch ein paar Tage uns ein bisschen bedeckt verhalten, sind nicht so viel bei den Tuas rumgelaufen und alles war gut. Jade, ein Halbedelstein, ganz wertvoll in China, seit Jahrtausenden. Und die Tuvas haben einen großen Jadeberg entdeckt, 100 Kilometer entfernt. Und sind da hingeritten, haben die Jade aufgeladen auf ihre Rentiere und haben die Jade zurückgebracht. Ein Teil ihres Einkommens illegal gemacht wird, mehr oder weniger. Ein Kilo Jade von billiger Qualität kostet 5 Euro. Ein bisschen besser als 34 Euro, also je nachdem, wie die Qualität ist. Und bei einem Durchschnittseinkommen von 160 Euro in Ulaanbaatar ist das schon sehr, sehr viel Geld. Und in Ulaanbaatar kostet dann so ein 5 Euro, so ein Kilo mit 5 Euro schon 62 Euro. Wenn es nach Shanghai exportiert wird, dann kann man sich vorstellen, wie teuer dann diese Jade ist. Und das ist also ein sehr, sehr hartes Geschäft. Unsere Pferde sind in einem sehr, sehr schlechten Zustand nach dem Winter. Wir haben für mongolische Verhältnisse viel Geld bezahlt, einen Vertrag gemacht mit dem Militär, dass die Pferde eben gepflegt und gefüttert werden. Und sie kamen bei uns halt verhungert an jetzt. Und das war für uns natürlich eine Katastrophe, ein Schock. Weil wir wollen ja mit den Pferden noch mindestens ein Dreivierteljahr unterwegs sein. Und die Mongolen sagen, die werden nicht mal überleben, vielleicht die nächsten 1-2 Monate, weil es auch in der Taiga recht wenig Futter gibt, die nächsten 1-2 Monate, weil noch Schnee da ist und noch kein grünes Gras gekommen ist. Also haben wir ein ernsthaftes Problem. Jetzt ist es so, dass der Bilge nach ungefähr 5-6 Monate kam der Bilge angeritten und das war so vereinbart und hat uns die Pferde ins Frühjahr, also in das Wintercamp zu den Tuvas gebracht. Bilge war ja unser Freund, der uns da auch begleitet hat anfänglich und dann gesagt hat, der muss zurück zu seiner Familie und wir waren dann auch alleine. Deal war, Pferde sollen überleben. Bilge bringt die Pferde zurück in die Nähe von Murrin. Wir haben, wie schon in dem Interview gerade gesehen, das mit dem Militär ausgemacht und haben dafür das Gefängnis von Murrin mit Fenstern ausgestattet, Tanja und ich. Das heißt also, dass dass keiner Geld ausgibt, der Staat auf keinen Fall, und die Gefängnisse unterliegen dem Militär in der Mongolei und die Gefangenen im Winter da drin einfach erfrieren. Und es sind auch Kinder drin, die am Markt gestohlen haben. Und dann haben wir also im ganzen untersten Stock isolierverglaste Fenster, Isolierverglasung gekauft und die haben es auch tatsächlich reingebaut. Also wenn die Fenster, die da drin sind, sind von uns. Und das Militär hat sich nicht an das Wort gehalten. Und haben also die Pferde im Gegensatz gut versorgt. Genau, und dann kamen die Pferde so an und das war schon dramatisch für uns. Wobei ich sowas gleich vorwegnehmen, die Pferde, die haben sich ganz hervorragend wieder erholt. Ja. Es waren dann sehr gute Futtergründe da und das war alles prima. Bilge hat sich also den ganzen Tag dann um die Pferde gekümmert, ja, im Gegensatz zu der Aussage der Einheimischen, wo die gesagt haben, die sterben alle. Ja, aber alle haben überlebt. Ja, Winter. Ich wollte schon unterwegs sein ins Frühjahrscamp. Und jetzt haben wir wieder Wintereinbruch. Es ist Mitte April. Und ja, schneit. Und jetzt haben wir, damit wir Wasser kochen können, unseren Ofen nochmal aufgebaut. Außerhalb vom Zelt. Und da müssen wir jetzt kochen und ein warmes Essen. Im Zelt haben wir dann geschlafen. Das war bitter. Die Hütte war ja sehr komfortabel. Da haben wir noch einen Holzboden reingezogen, dass es nicht ganz so grausig ist. Hat aber nicht viel gebracht. Und dann willst du nicht mehr raus aus deinem Schlafsack. Dann haben uns die Tuvas ein Tipi gegeben. Also wir haben das Tipi eingezogen. Das war dann neben dem Iglo
Aber wir konnten dann drinnen unseren Ofen aufbauen und schüren. Ich musste bloß unbedingt jeden Tag das Tibet von Schnee befreien, weil sonst wäre es einfach unter der Schneelast zusammengebrochen. Darf ich kurz fragen, wo ihr jetzt seid? Wir sind immer noch am gleichen Ort. Aber nicht Nordmongolei, an der Grenze zu Sibirien. Warum seid ihr aus der Jurte raus? Wir sind aus der Jurte raus, weil wir die Jurte zurückgeschafft haben, weil wir gedacht haben, die brechen jetzt ins Frühjahrscamp auf. Und deswegen ist das die Kurzversion von der Show, deswegen sind wir eben, deswegen habe ich das nicht erklärt. Sie waren sich immer überhaupt nicht sicher. Einmal sagen Sie, Sie wollten am nächsten Tag losreiten ins Frühjahrscamp und dann sind Sie doch geblieben. Und dann sind wieder Daten zum Reisen nicht gut gewesen und das war eine ganz unschlüssige Sache. Weil der Schamane bestimmt wieder den Reisetag. Die Herausforderung ist, dass wir mit einer Jurte nicht hätten reisen können, also es ging bloß noch mit Pferden weiter. Also die verladen alles und das war für mich das große Highlight, ein Zeitzeug zu sein, wie Nomaden ihren ganzen Hausstand auf Rentiere verladen, um von einem Camp zum anderen zu ziehen. Das ist einfach phänomenal. Und wir waren dazu eingeladen, also wir mussten nicht mehr nach Hause, wie es ursprünglich eventuell am Anfang gelaufen wäre. Und dann kam ihm trotzdem nochmal dieser Wintereinbruch. Ja. Und dann kommt der Pilger angerannt und sagt, Asodl, Asodl, Sarah, Asodl, Asodl heißt Problem, Sarah hat unser Pferd geheißen. Und das heißt also, also Tanjas Pferd, dein Pferd, war hochkarätig schwanger. Die haben uns ein schwangeres Pferd verkauft, ja. Wir wussten es nicht. Wir wussten es nicht. Die auch nicht. Und die wussten es, da muss man mal reinziehen. Dann haben die da, diese Strecke da ins Camp gelaufen und hat einen dicken Bauch gehabt, ist in einen Eisgraben ausgerutscht und kam nicht mehr aus eigener Kraft hoch. Und das war ja dann für uns wie ein Familienmitglied. Ne? Und oh Gott, was für ein. Zu dem Zeitpunkt wussten wir natürlich, dass ein Baby kriegt, aber nicht als wir sie gekauft haben. Ja. Also nein, sorry. Ja. Und da sind wir beim Opfern an die Götter, alle vier Himmelsrichtungen. Das wird grundsätzlich gemacht, ja, wenn irgendwas Besonderes ist oder wenn man um Schutz bittet oder darum bittet, dass jemand gesund werden soll. Wodka muss dabei sein. Wir hatten ganz wenig Wodka dabei, weil wir nicht überfallen werden wollten wegen Wodka. Aber ein paar Flaschen hat man dabei für ganz spezielle Anlässe. Das war ein ganz spezieller Anlass. Und so hat der Bilge in alle vier Himmelsrichtungen erstmal Wodka geopfert. Das macht man auch, bevor man Wodka trinkt. Das spielt man dann in alle vier Himmelsrichtungen mit seinen Fingern, dass jeder von den Geistern auch ein bisschen was von dem Wodka ankriegt. Ja? Und da wird auch darauf geachtet, ob wir das gemacht haben. Ja, ja, ist klar, ist ganz wichtig. Also du kannst nicht einfach Wodka trinken, ohne den Geistern zu opfern. So, aber schaut selbst. Es wird ja nicht nur an die Geister geopfert, sondern Bilge zieht sich da auch an Leinen. Tanja auch, ja, und der restliche der Flasche kriegt die Nara in die Nüste. Das ist ein Boost, ja, das machen die Mongolen, weil dann das Pferd irgendwie so einen Boost kriegt und da hat er drei Flasche Wodka drin in Indus gehabt und dann hängt es jetzt alle hoch. Und Nara war natürlich besoffen, aber Sie konnte stehen, einigermaßen. So, wir wollten aufbrechen ins Frühjahrscamp, endlich. Unsere Pferde sind im Hintergrund, die Pferde sind gepackt, alles ist gut. Endlich geht's los, endlich können wir aufbrechen. Und Nara legt sich nieder und will ihr Kind gebären. Mitten in der Taiga. Es war immer noch sehr kalt und wir hatten furchtbar Angst, dass Nara ein totes Kind zur Welt bringt. Vielleicht ist es den Sturz, ja, vorher. Und Nara ist ganz, ganz, ganz stolz und glücklich
und wir sind glücklich. Und da sieht man alle sagen, ja, yeah. Hat's geschafft. Und die ersten Kieferbruchversuche. Und wir nennen ihn Toya, das heißt arktisches Licht. Und dann er trägt ihn rein, er macht ihn trocken, rein in unser kleines Reich. Und dann näht Tanja ein Mäntelchen. Und die ersten Rentierbabys werden geboren. Gesetz der Tuvas, dass sie das Fleisch aufteilen. Wir haben auch Fleisch bekommen. Das ist natürlich ein tolles, ein sehr leckeres Fleisch. Weil nur wenn der Jäger das, seine Beute aufteilt, hat er wieder Jagd. Also da, diese Art von Egoismus, ich habe alles für mich, ist in der Form bei einem Nomadenstamm, zumindest bei diesem, nicht der Fall gewesen. Wir bauen uns ein Tipi ab. Ja, und die Nara und Toya waren ja jetzt nicht so kräftig, um zu reisen. Und für uns war es total spannend zu erleben, beziehungsweise zu dokumentieren, wie es ist, wenn ein Nomadenstamm umzieht. Und somit haben wir beschlossen, dass der Dennis mitreitet und filmt und fotografiert. Mir war es lieber, er macht es, weil ich finde, er macht es eben etwas mit mehr Sicherheit als ich. Und ich habe gesagt, ich bleibe hier und passe auf das Fohlen und auf die Nara auf. Und bleiben ein paar Tage, bis dann der Bilge, unser Pferdemann, zurückkommt, mich mit der restlichen Ausrüstung holt und eben die Pferde nochmal leer mitbringt. Und ja, ich war dann mal gespannt, ob ich Angst kriege von meiner eigenen Courage. Ich habe dann, als alle weg waren, eben im Zelt übernachtet und habe mir vorgestellt, es wird jetzt nicht ausgerechnet ein Braunbär aufwachen, ja, und mich fressen oder uns fressen. Und habe natürlich auch gehofft, dass nicht ein Wolf kommt und unser Pferdebaby frisst, und habe mir daher alle 1,5 Stunden auch den Wecker gestellt, um nach den Pferden zu schauen. Und es war ein wunderbares Gefühl, auf der einen Seite nachts allein und auch tagsüber in der Taiga zu sein, so ganz alleine nach der Zeit in diesem Stammesverbund. Und ich hatte ja auch noch den Mogi, der hätte schon gebellt, wenn jemand gekommen wäre. Es war zu der Zeit die einzige Holzhütte, und die hat den Schamanen gehört. Und ich denke, dass in Zukunft viele Holzhütten haben werden dort. Und die traditionelle Lebensform in spätestens 10 Jahren nicht mehr gegeben. Dinge und alles zurück von den Tipis, weil sie nächstes Jahr wieder ins Wintercamp ziehen, das gleiche Camp. Und sind jetzt in das gleiche Frühjahrscamp, wo sie normalerweise auch immer hinziehen. Manchmal werden diese Camps auch verlegt, vielleicht um 10 Kilometer, weil da die Bäume abgerodet sind. Also neue Bäume brauchen für Feuerholz und so weiter. Die ersten Kinder kommen, weil die Ferienzeit ist dort um die, glaube ich, 3 oder 4 Monate. Zeit im Winter überlebt zu haben, bis auf den einen, dass das eine Familienmitglied, was von der Lawine erwischt worden ist. Für mich als Fotograf war es etwas Besonderes, ja, hier solche Nomaden fotografieren zu können. Die Satellitenschüssel von, die haben auch
Satellitenschriften von der Regierung bekommen, damit draufgepackt, also auch schon im Übergang zwischen der alten Zeit und der neuen Zeit. Und alle ziehen sie dahin, sind alle gut drauf. Endlich soll es vielleicht ein bisschen wärmer werden. Aber die Punzel hat sich gedacht, ach, die stecke ich weg und trinke ich irgendwann anders. Alleine? Und da hat er Bilge einen Mega-Schock gekriegt,
weil der wollte mittrinken und hat dann auch mit Engelszungen auf sie eingesprochen, also das erlaubte die Gastfreundschaft nicht und sie müsste doch die Flasche jetzt köpfen. Und hat ihr eine DIN A4 Seite Zigarettenpapier geschenkt, ne? Genau, um sie dann nochmal zu überzeugen. Ich meine, uns war es auch recht, weil wir wollten ja auch gerne, dass sie in diese Gesangslaune kommt und wir in das Vergnügen, die Volkslieder zu hören. So, Putzen hat also sich breitschlagen lassen. Macht eine Flasche Wodka auf, gibt sie aber nicht aus der Hand. Ja, so, und jetzt gibt es die Götter erst einmal. So, die Pumpe war in Stimmung, nach einer Dreiviertelflasche Wodka. In ihrer Muttersprache. Die Kinder spielen ausgelassen, nachdem die Kinder den Eltern geholfen haben und gehen auch in den Wald und bauen dann so ihre eigenen Tipis auf, wie halt unsere Kinder das früher auch gemacht haben. Die kommen immer wieder zu uns in unser Tipi rein und wir backen ihr Brot oder wir haben noch ein bisschen Marmelade und das ist für sie was ganz Besonderes und dann kriegen sie also alles. Sind wir halt dieses als Gastgeschenk, ja, geben wir oder als Geschenk geben wir ihnen was. Wie auch den Tanja hat hunderte von Liter Kaffee ausgeschenkt in der Zeit, hunderte von, keine Ahnung, wie viel Eimer Eis oder Schnee du aufgetaut hast und dieser Gastfreundschaft, die hat den ganzen Tag dafür gearbeitet, dass wir alles auftauen, ja. Das ist ein richtig harter Job, so Kaffeejury zu sein. Und Starbucks der Mangalei. Ja. Und Bilge war also total frustriert, weil es ging um den Pferdediebstahl und der Bilge war ja verantwortlich für unsere Pferde und er ist immer rausgeritten. Die Tubas haben gesagt, du musst das nicht rausreiten vom Camp, die können hier auffressen. Bilge hat anders gedacht. Er war so ein richtiger, wie schon erwähnt, so ein richtiger Mongolia. Genghis Khan ist am Leben. Und das denken die Mongolen heute noch, also im Spirit. Und auf jeden Fall wurde unser bestes Pferd gestohlen. Und also haben wir tatsächlich ein Pferd verloren, das war ein Drama, weil wir mussten ja auch dieses wieder verlassen, die Region. Wie willst du es denn machen, wenn du es nicht auf die Pferde laden kannst? Bilge hat damit sein Gesicht verloren vor den Tuba-Nomaden und wir hatten vorher ausgemacht, dass wenn der Bilge, weil er war ja dabei, um auf die Pferde zu achten, wenn er ein Pferd verliert, dann geht das von seinem Gehalt ab. Ein Pferd, und deshalb mussten wir, so hart mussten wir sein, weil sonst werden die Mongolen garantiert nicht auf das achten. Das heißt schlafen. Also garantiert nicht. Das heißt, du hast deine Pferde los. Also du musst sie in die Verantwortung ziehen. Ja? Die unmittelbare Verantwortung ziehen. Und so ein Pferd hat damals, also zur Zeit, um die $700 gekostet. Beim Monatseinkommen im Durchschnitt, was ich schon erwähnt habe, in Ulaanbaatar eines Lehrers vielleicht von $160, $150. Na, also es war ein Riesenverlust und wir haben zu Bilge gesagt, Bilge, mach nichts draus, du bist unser Freund, du brauchst auch keine Gedanken machen, das Pferd musst du nicht bezahlen, ist alles gut, kann jedem passieren. Wir waren ja schon mittlerweile ein Jahr zusammen, mehr oder weniger, ja, und mit in allen extremen Verhältnissen. Also konnten wir Bilge wieder aufbauen, Bilge backt wieder für uns, also er war auch ein leidenschaftlicher Koch und die Situation war mehr oder weniger wieder in trockenen Tüchern. Hier, die erste Zetze, sein Zetze, sie blüht auf, ja, neben dem Ofen, also neben und, naja. Ja, jetzt immer noch hier in unserem Tipi, in dem Indianerzelt, bei den Tuba-Nomaden. Es ist schon der 21. Mai und
Es hat draußen kräftig geschneit. Das ist ein mega Winter seit 8 Monaten. Also mir persönlich steht er hier. Und wir planen jetzt irgendwann einmal hier rauszugehen, aber unser Pferd ist noch viel zu schwach wegen der Überwinterung. Die haben zu wenig im Bauch, zu wenig Fleisch auf den Rippen, dass wir hier rausreiten können. Also sind wir jetzt im Augenblick so Gefangene der Tiger und verbringen die Zeit hier und warten auf besseres Wetter, vielleicht mal im Juni oder so. Aber es ist nach wie vor echtes Abenteuer, spannend. Ja, Rainbow haben wir ihn genannt, weil er immer so einen Sturm getragen hat und ein Horn verloren hat. Der kommt, um Salz zu fressen. Das lieben sie noch viel lieber als die Eiscreme. Und außerdem hält sich ja das Eiscreme nicht, wenn kein Eis mehr da ist. Und dann die ersten, also die Rentiergene, die werden dann hier gepflegt und angekundet, dass die Mütter nicht weglaufen. Und ja, und dann werden die auch gemolken. Diese Rentiermilch ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Ernährung für die Tubernomaden und die wird auch aufgehoben bis zu einem Jahr. Da könnt ihr euch vorstellen, wie eine Milch schmeckt, die ein Jahr alt ist. Das ist also ranzig in einer Potenz. Es ist nicht ess- oder trinkbar. Dürfen wir auch mal auf Rentieren reiten, wie das ist. Es ist wirklich nicht leicht, wenn man die Balance halten kann, anders als auf Pferden. Und die sind extrem schnell. Und wir haben das mal gemacht, da drauf zu reiten, aber nur halt mal zum Gag, ja, dass wir halt auch mal drauf gesessen sind, weil wir hatten ja unsere Pferde und sind auch viel zu groß für Rentiere, weil die Nomaden sind auch kleinere Menschen. Es kommt die Zeit des Abschieds. Wir waren Freunde. Man hat uns gesagt, man überreicht uns Schnitzereien aus Rentierhorn. Und wir sitzen zusammen und erzählen uns Geschichten und von der Zeit, die wir da verbracht haben. Und die haben gesagt, Tanja, Dennis, jetzt bleibt doch bitte bei uns. Ihr seid doch jetzt Tubas. Oh. Und da fällt es mir schwer weiterzureden. Das war echt heftig. Wir sind dann noch ungefähr 1500 Kilometer zurückgeritten, was jetzt der zweite Teil dieses Vortrags wäre. Aber wir werden es heute da belassen. Ich denke, ihr habt sehr, sehr viel Information bekommen in diesen wunderbaren Tagen bei Via Mundi. Wir sind sehr glücklich, hier gewesen zu sein und hier zu sein. Dann bedanke ich nochmal bei euch allen für euer offenes Ohr, dass ihr die Gruppe so richtig besucht habt und auf das Herz. Und wir nehmen viel Licht mit in die Welt von euch. Das ist ganz, ganz wichtig, so ein Zusammentreffen. Ganz, ganz wichtig, vielleicht wichtiger als der andere, der sich das vorstellen kann. Also ihr seid für uns alle Lichtbringer. Wir können sowas natürlich nicht alleine machen. Wir haben Sponsoren, zwischen 30 und 40 Sponsoren. Das ist natürlich über Laufe der Zeit, aber solange wir nicht sehr teures Unterfangen. Wir haben eine teure Technik dabei, um es zu fotografieren, es zu dokumentieren. Immer wieder nach so einer Expedition ist alles kaputt, also die Filmkamera ist kaputt, die Laptops sind einmal, also auf keinen Fall einsetzbar für eine zweite Expedition, das ist völlig unmöglich. Insofern müssen wir dann wieder nach Deutschland, gehen auch gerne wieder zurück in unsere Heimat. Wir sind auch gerne wieder da, weil wir uns hier wieder erden und wieder diesen Durst holen, diesen Wissensdurst rauszugehen in die Welt, um sie zu erforschen, um sie zu dokumentieren, um Bücher darüber zu schreiben, um Menschen mitzuteilen, wie lebt denn so ein Tuba-Nomadenstamm, um eine Dokumentationsarbeit zu betreiben, weil es in ein paar Jahren diesen Stamm nicht mehr gibt und viele Dinge, die wir erlebt haben, es irgendwann nicht mehr gibt. Also wollen wir das für die Nachwelt festhalten. Das ist die größte Aufgabe. Wir haben sie noch unter dem Buchtisch stehen, der
Fragen. Wer weitere Fragen hat, wir haben eine Adressenliste ausliegen, wir Informationen über zum Beispiel Auftritte haben möchte. Wir würden euch dann den E-Mail-Verteiler aufnehmen und ebenso eine Liste, wo weitere Veranstaltungen von uns sind. Wir haben mitbekommen, es sind doch einige Menschen, die auch von der Nähe von Nürnberg kommen. Ja, wir sind ja bundesweit unterwegs und haben auch immer wieder mal TV-Auftritte oder Radio-Interviews oder Magazinartikel. Das kann sein, vielleicht wieder mal mit. Ja, und jetzt noch ein kleiner Abschiedsgruß am Ende. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war mir super.